Julian, ein herzliches Willkommen hier aus Ungarn. Und das ist eine Strecke, die sehr defensiv ist und in der Vergangenheit eigentlich immer gezeigt hat. Ich bin nicht so ein Favorit von der Strecke, muss man auf jeden Fall sagen. Und das wird sich auch schön im Qualifying leider zeigen. Mit regnerischen Bedingungen müssen wir uns da ja durchschlagen. Und auch das letzte Rennen von Felipe Massa wird sein. Am Ende erfährt er sogar noch, mit welchem Fahrer ich das nächste Mal fahren werde. Hier haben wir nochmal die Strecke Budapest. 4,3 Kilometer, 14 Kurven und nur lediglich eine DRS-Zone. Abonniert gerne den Channel kostenlos für mehr Formel 1, aber auch gern für mehr Reactions. 14 Kurven hat die ganze Strecke nur, muss man sagen, obwohl es eigentlich nur kurvig ist. Schaut auch gerne auf it-gaming vorbei oder gerne auf it-jt auf TikTok oder auch gerne auf meinen privaten Account it-tobi. Hier haben wir die Strecke. So Leute, los geht's, regnerische Bedingungen, links wie mal natürlich unten in der Bio. So, erste Kurve, okay erwischt, wir müssen mit Full Wets hier rangehen. Ja, wir haben uns mit der ersten Zeit auf den ersten Platz vorgekämpft, müssen aber eine 5-Plätze-Strafe, glaube ich, einstecken. Also es wird sowieso keine Pole werden. Die erste Runde lief ziemlich gut, aber generell im Regen fährt sich vom Lein 2021 einfach eine Ecke besser, muss ich sagen. Hier oben die Stelle, wo Massa die Feder berührt hat oder sein Helm berührt hat. Und ja, das war natürlich ein schwerer Unfall. Und ja, wir erinnern uns alle natürlich da zurück. So, hier nehme ich mal ein bisschen. Das geht doch abkürzen. Ich habe den Scheitel nicht ganz erwischt. Hat jetzt nicht viel Zeit gebracht, weil ich sowieso vom Gas runter musste. Wenn ich da Vollgas über die Sausage Cups drüber fahre, ist das komplette Auto im Gras oder so. Sorry, aber trotzdem ist es natürlich blöd. So, hier, boah, weit gegangen. Und das gibt Lila im zweiten Sektor. So, und jetzt geht es in den letzten Sektor. Das ist nicht mein Lieblingssektor. Man hat hier diese extrem lange, langgezogene Linkskurve. Das ist natürlich auch ein Aushängeschild der Strecke, über diese langen, geschwungenen Kurven. Also so richtig lang und immer perfekt in einem Radius und so. Das liegt nicht jedem. Mir liegt es absolut nicht. Also natürlich ist auch Perfektion gefragt. Eine Zehntel konnten wir dann nochmal abschneiden und es reicht trotzdem nicht für die Pole, weil wir eine 5-Plätze-Strafe bekommen haben. Max Verstappen startet in der von der Pole Position neben Lewis Hamilton und das wird eine turbulente erste Reihe. Felipe Massa auf 3 und Bottas, dann haben wir Leclerc und Sainz und bei mir hat es bei Gott nicht gereicht. Wir starten Ricciardo und Alonso und wir starten dann nur von 9, es hat nur für den 4. Platz gereicht, neben Norris, dann Perez und Vettel hinter uns, Tsunoda und Gasly auch eine, ja, dann haben wir George Russell weit vorne und Ocon, Latifi und Stroll und dann hier ganz hinten, nein, das ist nicht Giovinazzi und Raikkonen ganz hinten natürlich Mick Schumacher vor Nikita Mazepin. Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen, kann ich euch schon mal versprechen. Und der Start hat einiges zu bieten. So, und die 5 roten Lichter, sie beginnen zu leuchten, Leute. Der große Preis von Ungarn hier in unserer F1 2021. My Team Season 2 startet und unser Start war einfach perfekt. Wirklich, wir sind da viel besser als Ricciardo weggekommen. Ich wollte dann abdecken, der lässt uns keinen Platz und wir verkeilen uns hier. Aus irgendeinem Grund berühren wir niemanden. Ricciardo hat, ja, trotzdem irgendwie eine Safety-Car-Phase ausgelöst, indem er Tsunoda berührt hat. Wir gucken uns das alles in der Replay nochmal an. Und hier haben wir uns einfach mal den Alonso zurückgeholt. Das durfte ich aber auch. Also das ist so ein Bug im Spiel. Wenn man während gelb nur ist und einen überholt, hier geht's auch. Schau, guck dir das an. Ich durfte die zwei einfach überholen, obwohl es Safety-Car ist. Das ist ein Bug in dem Game. Man kann es machen. Es ist ziemlich strange auf jeden Fall. Ich war selbst perplex, ich denke mir, ich muss den Platz sowieso zurückgeben. Aber nee, die haben sich nicht mehr gemeldet. Ich durfte Sainz und Alonso einfach überholen, ohne irgendwas. Wir gucken uns nachher natürlich auf jeden Fall mal an, was es da auf sich hatte mit uns und natürlich auch Ricciardo. Das war ein sehr komischer Start. Wir sind gut weggekommen. Ricciardo hat sich dann irgendwie da reingekeilt und uns komplett weggedreht. Irgendwie müssten wir dann noch jemanden berührt haben, weil da sind auch Flügel geflogen. Ob das unsere Schuld war, alles und vieles mehr natürlich nach diese Runde. Safety Car draußen ist natürlich gut für uns. Ich habe auch zuerst überlegt, soll ich überhaupt reinkommen? Aber ich dachte mir, eine bessere Chance bekommst du nicht. 50%, nicht 50%, man spart sich, glaube ich, 40 oder ich glaube die Hälfte an der Zeit durch den Boxenstopp. Das Problem ist halt natürlich, wir werden Letzter werden. Trotzdem habe ich mir zuerst gedacht, nein, ich bleib mal draußen. Und dann so, es ist eine Dreckstrecke.
man muss viel überholen. Und das war dann auch mein Gedanke, draußen zu bleiben. Dem habe ich jetzt auch die ganze Zeit in dieser Runde herumgespielt. Wir fahren jetzt eine Runde und jetzt holen wir erst das Safety Car. Und dann gibt es noch zwei Runden. Unser Motor sieht gar nicht mehr gut aus, aber ein, zwei Rennen muss er noch durchhalten. Nächstes Rennen ist dann auf jeden Fall geil, Belgien, mit unseren neuen Teamkollegen. Dann Zandvoort, boah, scheiß schwere Strecke. Und dann Monza, dann ist die Europa-Tour leider schon wieder zu Ende. Dann kommen so Strecken wie Japan oder Russland. Dazu später mehr. Jetzt gucken wir uns mal den Start-Replay an. Wir sind das blaue Auto hinter dem roten Auto. Hinter dem orangenen Auto. So, unser Start war okay. Wir waren direkt an Ricardo vorbei. Und hier, ach, der war schon mit einem Reifen. Ach du heilige Scheiße. Okay, das habe ich alles nicht gesehen. Der war schon mit einem Reifen im Gras drin. Und wie ich dann noch rüberlenken wollte, dass ich halt meinen Vordermann nicht drauf fahre, ist er einfach drauf geblieben im Gras. Also ein normaler Mensch bremst ab, aber er ist dann drauf geblieben und dadurch gab es dann halt leider auch das Safety Car. Den Ausfall von Yuki Tsunoda. Und wie immer, zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist natürlich dumm. Wir waren in der Box, ich habe mir Weiß geholt, ich dachte mir, Gelb hält diese Strecke von Runde 3 an im Leben aus, deswegen war ich eine Runde später, also in der zweiten Runde in der Box, habe mir die weißen Reifen geholt, der Restart war scheiße. Wir sind letzter, aber ist nicht so schlimm, also wir müssen sowieso, Ricardo hat sich Gelb geholt, auch Pierre Gasly war beim Start Crash involviert, hat sich auch Gelb geholt, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Die zwei müssen wir auf jeden Fall überholen. Umso mehr, umso besser. Können wir vom letzten Platz aus das Rennen gewinnen? Diese Frage wird sich stellen. Und diese Frage wird auf jeden Fall für ordentlich Zündstoff sorgen. Weil es wird ein mega Rennen, was aber nur zu Beginn so ausschaut. Weil es wird ab der Mitte verdammt langweilig. Also deswegen sind wir auch hier schon bei der Hälfte vom Video angekommen. Weil jetzt irgendwie schon das Spaßigste passiert ist. Hier kann man eigentlich gut abkürzen. Kostet viel Zeit, aber kostet keine Verwarnung. Man muss ja sowieso lupfen. Habe ich im Rennen, im Qualifying auch probiert. Hat nichts gebracht. Jetzt hier auch. Hat nichts gebracht. So, hier raus, zu weit rausgekommen. Da weiß ich aber, es gibt hier verdammt strenge Regeln. So, hier direkt an Ricardo vorbei. Der hat anscheinend seine Reifen nicht warm, weil sonst hätte er locker Pierre Gasly aufgefressen. Und Pierre Gasly hängt auch ein bisschen hinter Antonio Giovinazzi, der eine 5-Sekunden-Strafe hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier. Sorry für die Pause kurz. Soll er jetzt hier letzte Kurve? Ach, da komme ich so schlecht rum. Das sind halt einfach noch immer noch Ziegelsteine, diese weißen Reifen. Guck mal unten unter dem Achter. Die zwei Striche werden immer dunkler. Erste Kurve rein. Und da hat es den ersten Matze-Spin. Hat es weggespinnt. Einer weniger, das ist natürlich gut für uns, aber es ist echt noch ein langes Rennen und so hart die Strecke, wirklich, also du hast fast nur Kurven, also nur Start und Ziel ist wirklich entspannend und hier dieses kleine Stück, sonst ist wirklich so kurvenreich, ab hier ist es eigentlich keine Entspannung mehr, also ab hier ist es nur mehr Konzentration. So, wow, schaut mal, in welchen Riesenschritten wir hier an Kimi Räikkönen drankommt. Dessen Reifen sind wahrscheinlich ein bisschen durch und der hat sich auch ein bisschen schon fallen lassen. Wir sind jetzt 3 Sekunden hinter Latifi und vorne ziehen da alle munter weg. Das Gute ist, wir sind noch circa so 20 Sekunden von dem ersten Platz weg. Das heißt, ein Boxenstopp dort circa 24, 25 Sekunden. Das heißt, Verstappen war in der Box und wir haben ihn überholt. Er ist genau hinter uns rausgekommen. 5 Sekunden konnten wir rausfahren als Vorsprung. Auch Felipe Massa auf dem zweiten Platz aktuell. Das wäre natürlich toll. Hamilton war, glaube ich, noch nicht drin. Der geht jetzt rein. Auch die ganze Spitze geht jetzt rein. Nicolas Latifi geht auch rein. Ja, der geht auch rein. Und jetzt wird es spannend. Wo kommen wir raus und werden wir die Führung übernehmen? Stand jetzt auf jeden Fall. Aber Hamilton, wir schaffen es, Leute. Wir haben durch diesen 100 IQ-Move während dem Safety Car zu stoppen einfach mal die Führung übernommen. Und das fragt sich wahrscheinlich Verstappen auch, wie das geht. Ich frage mich, dass bis jetzt Felipe Massa übernimmt. Gerade den zweiten Platz, weil das ist so knapp. Die sind so knapp zusammen. Massa, Verstappen. Verstappen hat sich ein bisschen abgesetzt. Massa, Bottas. Ricardo ist da noch mit dabei. Also der Fight um den dritten Platz ist auf jeden Fall eröffnet. Aber Massa kann sich bis jetzt absetzen. Da kommen wir ein bisschen zu weit drüber. 14. Runde, Leute. Wir konnten uns nicht mehr stark absetzen. Also eine Sekunde waren wir
circa schneller, noch haben wir so ein bisschen noch einen Vorsprung rausgefahren, aber es ist echt hart, also Verstappen hält da echt drauf, wird sich wahrscheinlich auch seine Reifen einteilen müssen bis zum Schluss. Ich kann mit meinen Reifen wahrscheinlich noch eine komplette Renndistanz fahren, weil die echt so hart sind. Jetzt sind die, glaube ich, gerade mal in Betriebstemperatur. Wir hatten am Anfang echt Probleme, die überhaupt in Temperatur zu bringen. Aber ich habe auch bis zur letzten Runde probiert, irgendwie die schnellste Rennrunde, aber es hat nicht gereicht. Mit diesen Glötzen kann man leider nichts machen. Massa hält sich noch immer noch auf den dritten Platz, ist aber nur 1, ja, nein, nicht mal 0,6 Sekunden vor Valtteri Bottas. Wenn der Start und Ziel mal nah dran ist, könnte der da was wagen. Ich würde sie natürlich gönnen, dass er aufs Podium kommt. Wir müssen natürlich auch mal aufs Podium kommen, natürlich auch straffrei, weil das ist nicht kein Zuckerschlecken. Echt kein Zuckerschlecken. Diese Strecke hier ist so schwierig und ich hoffe natürlich, wir schaffen das. So, hier ist, ich kann die Kurve auch fahren, auf jeden Fall, aber abkürzen macht hier einfach mehr Spaß. So, man gewinnt halt natürlich auch Fettzeit. Ja, es sind allmählich auch die Reifen heiß vom Pushen. Natürlich, ich muss mich zum höchsten Limit pushen, um den Vorsprung aufrechtzuerhalten. Massa noch immer noch auf 3, nur 0,8 Sekunden. Massa, halt das bitte. Bitte halt das. Bitte, bitte, bitte. Das ist nämlich echt ein, ach, das wäre so toll, Doppelpodium für uns. Das wäre echt ein Traum. So, hier gucken wir uns mal an gegen Pierre Gasly. Wunderschön. So, da la. Leider habe ich den Spin nicht mehr gefunden. Ich nehme immer nur die Highlights auf und da findet man den. Habe ich den Spin leider nicht gefunden. Sechste Runde dann. Gegen, ich glaube, das ist Kimi Räikkönen. Nein, das ist nicht Kimi, oder? Das muss Giovinazzi noch sein. Der ist da. Kimi ist ja fast gestanden in der ersten Kurve, muss man sagen. Da fliegt ein Teil, aber das war nicht seine. Das waren, glaube ich, noch vom Crash in der ersten Runde. So, und danach hier gegen. Wer ist das überhaupt? Ist das Stroll? Ist das. Da habe ich keinen überholt. Ah, da, ja, doch, da. Schau mal, wie wir hier drankommen. Aber das war halt dann schon, wie die roten Reifen ein bisschen down gingen und dann halt die gelben, die weißen angefangen haben zum Greifen. Letzte Kurve vor der letzten Runde. Massa hält sich noch immer noch auf dem dritten Platz und wir könnten das schaffen. Doppelpole, ich bin zu dumm. Doppelpodium, das wäre toll, Mann, Alter. Was haben wir heute rausgehauen? Vom 9. Platz gestartet, dann mit einer, ja, anfangs skeptischen Strategie sind wir dann auch, okay, zwei Renndistanzen wird schwierig, aber wir fahren ja theoretisch schon seit der dritten Runde, also wir könnten da locker noch ein zweites Rennen dranhängen mit den Reifen, das ist echt, die sind ewig lebig, also ich würde es keinem empfehlen, aber wenn du die weißen zur Auswahl hast, würde ich die echt bei 50% Rennen machen und das habe ich auch Bock drauf, ich habe viel besseres Internet, Leute, wir könnten jetzt 50% Rennen uncut fast aufnehmen und dann hochladen. Ich würde es natürlich doch ein bisschen cutten, auch mit Replay und so. Ich mag das ein bisschen mehr. Trotzdem, 7,3 Sekunden Verstappen hat sich da nicht mehr rankommen können. Und ich glaube, da hinten hat sich leider noch was getan. Hat Bottas geschafft, Massa zu überholen oder hat Massa es geschafft, ihn hinten zu halten. Wir sind Fahrer des Tages geworden und für mich berechtigt. Also wirklich, das war ein tolles Rennen, sehr spaßig, sehr spannend und wirklich sehr, sehr intensiv. Unser Team kann sich freuen. Gibt's das doppelte Podium oder doch nur das einfache? Ich bin sehr gespannt, Leute. Da steht ein Red Bull, aber auf der anderen Seite muss ein... Ja, da steht einer. Ein Phantom Racer. Doppelpodium für unser Team. Das ist die Krönung, Leute. Und jetzt muss ich Massa rauswerfen. Das ist natürlich... Und jetzt werfe ich Massa noch raus. Das ist sehr traurig, leider. Weil es einfach ein tolles Wochenende war. Qualifying ein bisschen verkackt. Aber das Rennen dann einfach bombastisch, wirklich. Die Rennen sind immer so unvorhersehbar. Manchmal denkst du so, boah, das ist ein cooles Wochenende, perfekt. Dann verscheißt du. Und dann kommt ein Wochenende, dann denkst du dir... Ach Mann, egal, lass uns mal einfach durchgehen, so wie bei dem Wochenende. Und dann, bam, einfach Sieg. Also das ist echt, manchmal muss das Glück halt auch mitspielen, Leute. Und Brasilien, Felipe Massa, noch einmal am Podium in seiner Karriere. Das hätte er, glaube ich, auch nicht gedacht, dass er, ja, wann hat er aufgehört? 2017, 18, glaube ich, hat er aufgehört. Und dass er da vier Jahre fast... danach noch am Podium steht, das ist ja atemberaubend, Leute. 1:16:08 und die Zeit hätte ich nie im Leben geschlagen. Der war eine halbe Sekunde schneller. Man muss natürlich auch sagen, er ist die Zeit mit Rot gefahren, ich mit Weiß. Also ist auch irgendwie klar. Selbst in meiner besten Runde war ich da nicht annähernd dran. Solla, vom 9. Platz auf den 1. Aber natürlich muss man auch sagen, wir waren ja nach der 3. Runde eigentlich letzter. Und hier haben wir uns einfach mal
Ah, ihr habt einen Standard gekauft. Ich habe mir den gegönnt, Leute. Unser neuer Fahrer ist einfach die größte Legende der Formel 1 Geschichte. Wir werden mit Ayrton Senna jetzt mal bis zum Saisonende fahren und dann mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Eine Legende, ein Traum wird wahr. Mit diesem Fahrer in einem Team zu fahren, wird einfach nur legendär, Leute. Die zweite Saisonhälfte, die werden wir die nächsten Tage starten. Formel 2 wird auch noch kommen. Aber boah, Leute, wir haben Ayrton Senna in unserem Team. Und das ist einfach ein Traum. Ein Leben. Na, okay, das war zu viel. Ich wollte sagen, eine lebende Legende, aber das, ja, wir werden ein lebendes Legendenteam werden. Das ist atemberaubend. Wir haben den besten aller Zeiten. Ich freue mich echt auf jeden Fall. Ihr könnt euch auch auf geile Videos freuen. Wir werden die Season noch zu Ende fahren und dann vielleicht noch eine 50% Season dran werfen. Neues Design gibt's auch, aber das alles nächstes Mal werdet ihr noch auf Thumbnail sehen. Belgien wird legendär, Leute, mit Ayrton Senna. Sein erstes Rennen. Wohin kann er schaffen? Ratet gerne in den Kommentaren. Ein bisschen habe ich hier noch einen durchgekocht, Schraubenzieherfähigkeit und so weiter und so fort. Geld haben wir nicht mehr viel. Ich habe 5 Millionen nochmal rausgehauen, um den Simulator zu kaufen. Ersparen wir uns mal das Interview. Das Auto ist echt ein bisschen down. Wir werden aber, ich hoffe, hier nicht mehr fahren. Das wird auf jeden Fall spannend. Und unser neues Team könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche gönnen. Unsere neuen Farben, abonniert gerne den Channel, schaut aber vor allem auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und IT-JT auf TikTok. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, für mehr TikTok auch gerne auf It's-Tobi, viel Formel 1 dort, abonniert gerne den Channel und natürlich werden auch die Launches bald kommen der Formel 1, also abonniert auch gerne für mehr Formel 1 kostenlos hier auch gerne mit einem Däumchen rum. Dankeschön fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ja, bleibt immer auf Spur, ciao. Track to track, trying to master rap. I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.